Moin zusammen. Durst nach Freiheit. Desertierende Einheiten haben Galvanisierung, solange sie sich neben mindestens zwei Gegnern aufhalten. Okay. Die Gegner haben jetzt hier anscheinend ziemlich fiese Buffs. Olin. In der Nähe. Okay, da sind meine drei Bogenschützen. Wer ist denn als erstes? Der da oben, ne? Gott. Hier bin ich auch noch welche. Da sind auf jeden Fall viele in der Mitte. Die drei ziehen mal runter. Eins. Ups, weggeglitscht. Zwei. Und der dritte. Auch weggeglitscht. Gut. Wie fangen wir an? Bogenschützen, ne? Ein und Bogenschützen. Obwohl, ist auch kacke alles. Wow, hi. Nach vorne. Schön. Das war der erste. Den kann ich ignorieren da, den kleinen Abtrünniger. Ja, schade. Ich dachte, er läuft nach links weg. Kommt da auch nicht hoch. Völlig egal, was du da aufbaust. So. Die muss ich ran. Guck mal, Tatsache. Teddybärchen. Sehr gut. Der Scherge hier ist gleich dran. Der ist down. Wer ist denn jetzt dran? Er hier kann ich ignorieren. Den sollte ich nicht ignorieren da oben. Plünderer, ja. Packt seine Keule aus, interessiert keinen hier. Arme Sau. So, wo ist noch ein Scherge am Zug? Der ist irgendwo oben im Wald. Ach, schade. Dachte, er fliegt hier noch in die Falle irgendwie. Oh, fast kaputt. Abtrünniger. Den müsste ich jetzt eigentlich mit dem Speer von oben nach unten schubsen. Und rutscht in die Bärenfalle und mit Glück kriegt er sogar noch einen Pfeil.
Zack. Klaps. Aus. Der Shady Jordan ist auch gleich dran. Sehr gut. Ach, der ist schon als nächstes dran. Schade. Hä? Okay. Ich dachte, der läuft. Keine Punkte verschwenden. Eins. Zwei. Drei. Messer. 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 Verdammt, das Bogenschütze. Na, oh, Ruckler. Nächster Bogenschütze. Ist auch keiner, warum er da ganz oben anvisiert, ne? Ach, guck dir mal. Der kommt auch noch nicht dran. Der kommt auch noch nicht dran. Tritlin, der war ja jemand, ne? Den habe ich ganz vergessen. Jetzt mal ein paar Punkte ab.
Und noch einen. Ach, schade, ich dachte, der kann unten rein. Wer denn jetzt hin? Der ist gleich dran. Der ist gleich dran. Okay, hier muss ich gleich was machen. Ist auch nur noch er hier. Okay, er hier muss jetzt weg. Dann einfach mal raus. Und? Zorn, Zorn, Zorn? Na, schade. Schade. Der haut zu. Shit. Wird er stehen? Ja, sehr schön. Ach, egal, komm. Auch verhaften. Welcher ist denn der hier, der irgendwie zuhaut? Weiß auch wieder keiner, ne? So, der Abtrünnige da oben ist gleich dran. Nicht, wenn Tridlin es verhindern kann. Jetzt mal hoch da, Junge. Stimmt, da war ja auch noch einer.
ist schon kaputt. Oh, kommst du an, ja. Sehr nett. Ich passe? Nee, schade. Ein Kriegspony. Ich krieg ihn noch nicht reingeschossen. Schade. Jetzt aber. So, und der letzte von den Gegnern ist dran. Da haut er nochmal den Bären. Nee, doch nicht. 18 Gift, sehr schön. 439 Zoll, guck mal, der ist auch gleich schon wieder dran. Keine Ketten mehr. Schade auch. Schade, schade. Und weg ist er. Klasse. So, ordentlich Bärenfutter eingepackt. 996. Das müsste ich eigentlich doch mal reparieren hier. Ich
es auch noch 2, 3. Ich muss sagen, die Reparaturkits werden gerade richtig effizient. Komm da nicht hin. Was ist da los? Hier ist doch ein... Da ist doch ein Lager. Ich werde hier einfach mal rasten. Ich kann mich eh kaum bewegen. So, das geht hier rein. Ups. Baubodig. Zack. Ausgestellt für 3 Tage. Und rasten. Dort. Punktekram ist wieder voll. Und da können wir echt nicht hin gerade, ne? Das ist schlecht. Wir suchen es hier hinten nochmal außen rum. Da kommen wir nicht hin. Vielleicht im Laufe einer späteren Mission. Aber jetzt auf keinen Fall. Irgendwas ruckelt da komplett. So, ich guck mal, ob ich hier runterkomme. Nee. Schade auch. Warte mal, jetzt komme ich hier nicht mehr Doch, komme ich. Ich dachte gerade, ich komme jetzt da auch nicht mal mehr runter. Gehen wir hier noch ein bisschen in den Süden erkunden. Und angeln, gucke mal. Lass den Fisch nicht entwischen. Abgerissen? Ja, Tatsache, weil es gerade wieder echt krass geruckelt hat. Oh, guck mal. Bollwerk ist Anglergeselle. Ist gerade voll nach rechts rausgeglitscht, ne? Und ein Aal. Sehr schön. Cool, verlassen. Was sagt denn die Karte hier? Gerade sagte ich, gehe hier weiter gucken.
Das nächste Schneegebiet hier oben. Was sind das für Viecher? Lass ich links liegen gerade. Untersuchen. Geheimnis gefunden. Taschenmesser. Kritischer Schaden. 100 Kronen. Geheimnis entdeckt. Klasse. Und wo bin ich denn hier? Auf der Rückseite zum Holzfällerlager, ne? Hier mache ich mir auf jeden Fall mal irgendwie noch einen Haken hin. Cool. So, aber die Schweine werde ich gleich dennoch links liegen lassen. Nächstes Secret gefunden. Ja, cool. Na komm schon. Was ist das? Das ist doch die Rückseite von der Rattenplage. Ach geil, guck mal. Hier war doch die Zuflucht, vermisste Holzfäller. Guck mal, dann wäre hier auch noch ein Übergang, ohne dass man einen Passierschein braucht. Hier war früher so eine Felsgeschichte. Okay, cool. Guck mal, dann kommt man auch ohne Passierschein in den Grenzübergang von Haag, indem man hier unten einfach durchs Gebirge läuft. Stadt Sovenfeld, Ort. Und dann ist man da. Eisenerz. Wölfe, die will ich jetzt auch nicht. Sehr cool. Okay, Stadt Sovenfeld. Kritischer Schaden, plus 15, ne? Guck mal, Bingo, mein Freund. Direkt was Gutes für dich gefunden. Zack. Apfelwein. Der ist neu. Warte mal, du bist Level 4, ne? Schade, ein bisschen braucht er auch noch. Schmied, Alchemist, Gelehrter, Angler, Tüftler, Koch, Dieb. Ja, ich habe was vom Baden gehört. So, wir pennen jetzt hier erstmal eine Nacht. So, Gefährten ausgeruht. Und dann würde ich sagen, wir bewegen uns hier hinten rüber. Guck mal, da laufe ich auch schon mal hin. Da ist Holz. Nächster, hau ab. Blöde Sau. Die hängen wir doch ab. Oh, cool. Bärlauch hat gefangen. Zweimal Trockenfisch. Das ist cool. Nee, nee, nee. Ich kämpfe nicht. Ich hänge euch einfach nur ab. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Obwohl Schweinefleisch eigentlich auch nicht schlecht wäre, ne? Muss ich nur noch Bohnen dazu kaufen. So, mal wieder speichern. Da oben sind sie. Gemeinschaft des Lichts. Königreich Harak. Hey, cool, rein da. Isella, seid ihr zu Besuch hier? Willkommen, ich kann euch eure Hilfe gar nicht genug danken. Bares für Rares. Ich versuche nicht zu sehr darüber nachzudenken, was mir hätte zustoßen können. Jedes Mal, wenn ich in Gedanken wieder in diesem Käfig bin, mache ich mich an die Arbeit. Bete oder denke an euren Trupp, um mich etwas aufzuheitern. Ach, das war die, die ich gerettet hatte. Bruder Zernek, während des letzten Krieges begehrten edorianische Missionare viele Menschen zum Glauben des Lichts, doch seit zwischen den beiden Königreichen ein Waffenstillstand her, es verliert unsere Gemeinschaft täglich Mitglieder.
Und da können wir auch noch mal. Wenn nicht, da können wir. Verdammt. Also, wusste ich doch, der ist nach links. Auch ab. Und durch. Mal ein bisschen Stoff. Und so weiter und so fort. Oh, guck mal hier, Holz können wir auch noch hacken. Eins. Zwei. Drei. Und das ruckelt immer wieder dabei. Vier. Ah, verkackt. Mutter Lutoda. Ihr habt sie unversehrt zurückgebracht. Unser Bruder und unsere Schwester haben uns erzählt, wie ihr diese Banditen besiegt habt. Das war wirklich unglaublich mutig von euch. Gepriesen sei der heilige Jeru, weil er euch zu uns geführt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Vielleicht findet ihr das hier ganz nützlich. Eine Abhandlung, Medizinlexikon. Okay. Anatomische Zeichnungen jagen durch bestimmte Schau über den Rücken. Einen Businesspunkt erhalten. Das Buch, das die Pest und ihre Behandlung beschreibt. Oh, das ist interessant. Apothekertisch. Feuerfeste Salve. Öl der Stärke bewirkt seine Effekte mit einer zusätzlichen Wahrscheinlichkeit von 30%. Öl der Stärke. Infektiöse Öl bewirkt seine Effekte mit einer zusätzlichen Wahrscheinlichkeit von 30%. Okay. Hat die Chance, einen Teil der Alchemie verwendeten Ressourcen zurückzuholen. Sumpfflasche. Ekelerregende Flüssigkeit. Bewirkt bei allen im Bereich 2 Fieber. Okay. Einfluss erhöht nach dem Kampf. Ortsmarkierung. Dann kriegen wir hier noch einen. Den nehme ich mal. Da bin ich neugierig drauf. Nee, kriegen wir nicht. Schade. Okay, Eisenaxt, Stahlaxt. Komm schon. Stahlaxt haben wir schon. Rüstung 81. Schwere Rüstung. Mittlere 62. Oh, wie viel? Schwer, ne? Mittlere 62. 62. Oh Mann, hätte ich schon mal eine mittlere? Zwei mittlere? Drei mittlere? Ah, warum eigentlich nicht? Mittlere, 62. Oder Stufe 5. Mache ich das doch mal, oder? Wäre Ponyplattenpanzer. Ja, dann könnte ich drei mittlere Rüstung bauen für meine Leute. Okay, cool. Ich werde euch zu einer Zeremonie veranstalten. Möchtet ihr vielleicht bleiben? Der Predigt bei mir sollte allerhöchstens 2 Stunden Anspruch nehmen. Quatsch mir nicht voll, Mädchen. So, gut, da sind wir raus. Dann würde ich sagen, mache ich hier noch einen kleinen Break und in der nächsten Folge holen wir uns dann da oben die Banditen. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.